Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir machen heute den Hund des Hades und müssen dort das Hauptquartier von Cerberus vernichten. So, wir müssen also nach Nephoron in Columbia. Nephoron, Columbia im Voyager Cluster. Nephoron, Columbia. Was haben wir denn da? Groma. Groma ist eine terrestrische Felswelt mit Spuren von Korrupt und Oxid in der Atmosphäre. Die Permafrost-Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kupfer und Vorkommen von Calcium. Vor der Expansion der Allianz in den Voyager-Cluster befand sich auf Groma die Hälfte der turianischen Radioteleskopanlagen. Durch eine Reihe von ULG-Kommunikationswagen, kostspielig mit dem Teleskop im Attica-Beta-Cluster verknüpft, funktionieren beide Anlagen im Verbund wie ein einziges Objektiv mit einer leistungsstarken mehrere tausend Lichtjahre, die beide Anlagen voneinander trennen, weiten Blende. Mithilfe dieser Anlage konnten die Turianer das Terminus-System mit großer Genauigkeit kartografieren. Wir haben einen Medaillon gefunden. Hoffentlich ein Schweinemedaillon. Ontat-Ether ist eine ungewöhnlich große Eiswelt mit einem Kern aus Silikatgestein und Leichtmetallen und Spuren von Kryptonyxien an der Atmosphäre. Die Oberflächenkruste besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser. Ontaetas Eisdecke weist im Umkreis eines massiven Kraters in der Nähe des Südpols eindeutige Anzeichen großflächiger Brüche und wiederholten Gefrierens auf. Ein Extranet-Eintrag neueren Datums legt nahe, dass ein proteanisches Schiff vor dem Zusammenbruch ihres Imperiums durch die Kruste des Planeten gestürzt ist und vielleicht aus dem Planetenkern geborgen werden konnte. Angeblich liegt darin auch die Ursache für die ungewöhnlich große Masse des Planeten. Die sorgfältige Kartierung der Gravitationsfelder Ontaetas durch Satelliten hat gezeigt, dass der eigentliche Planet im Kern völlig normal ist. Wir haben Samarium entdeckt. Nephoron. Da müssen wir landen. Chloia ist eine terrestrische Treibhauswelt mit einer dichten Atmosphäre aus Stickstoff und Schwefeldioxid. Die hauptsächlich aus Eisen- und Goldvorkommende bestehende Oberfläche ist Sengetais. Der Kern Chloia's ist extrem heiß und tektonisch aktiv. Häufig kommt es zu Vulkanausbrüchen und die Ausgasungen tragen kontinuierlich dazu bei, die Atmosphäre noch dichter zu machen. Der größte aktive Vulkan hat einen Krater mit einem Durchmesser von fast 100 Kilometern. Seine Basaltfluten haben eine Fläche unter sich zu begraben, die ungefähr so groß ist wie der irdische Kontinent Australien. Und Nephoron? Nephoron ist eine öde vulkanische terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Kohlendioxid und Krypton. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Natrium und Vorkommen Magnesium. Abgesehen von einigen geologischen Sehenswürdigkeiten, einschließlich einer Menge spektakulärer Vulkane, hat diese öde Welt nur wenig Interessantes zu bieten. Es gibt in der atmosphärischen Datenbank nur wenige Einträge zu Nephoron. Wir nehmen mal Java und Gabus mit. So. Was stehen wir denn da am Shoppingplatz? So, warum setzt ihr uns eigentlich immer im Nirgendwo ab? Kann mir das mal jemand erklären? So, wow. Falsch, das ist so. Hallöchen. Ich hasse das, ne? Schon wieder sowas. Ich meine, die Berge sind diesmal alle begehbar. Ein winziger Fortschritt bei BioWare, den ihr da gemacht habt. Ein winziger Fortschritt. Aber dafür ist die Mondlandschaft halt echt kacke zu fahren.
das eine Leiche? Ein Salarianer wieder mal. Ein Artefakt, das wir bergen müssen. Nein. Ach komm. IT-Tech gefunden. Dieser Cerberus-Soldat hatte ein IT-Tech von Captain Varsund, einem der salarianischen Soldaten, die mit der Suche nach dem Salarianer-Orden beauftragt waren. Weiß ich. Wie er in Besitz dieses von Stücks kam, bleibt ungeklärt. Wir müssen dahin. Das ist eigentlich relativ nah. Wenn wir in die richtige Richtung fahren würden. Ja, Cerberus mit dem Elusive Man, mit dem großen Unbekannten. Voll rein! Also. Hallo. Eure Deckung bringt leider nichts. Tschüssi. Zerstöre leider alles, was ihr habt. So. Okay, was haben wir hier? Ein Technik-Kit. Aha. Wir sind auch schon wieder reich, ne? Glaube ich, in Mass Effect. Halt, die Rollen spielen. Los, los, los. Ich mache ich fertig. Yo, mach das mal. Hallo. Na, wunderbar. So. Na. Ich mach dich fertig. Da kann er mir nichts tun, solange ich die Waffe abkühlen muss. Na toll. Das waren anscheinend noch nicht alle. So. Dadurch. Und hier durch. Warte mal, ich könnte hier eigentlich mal. Hier ist gut, ne? Habe ich ja wieder Punkte zu verteilen. Dämpfung. So. Ja, aber hat 8 Punkte. Die so alle auf. Was ist denn Barriere nochmal? Achso, das war dieses Schild, genau. Sie kriegt Erste Hilfe und Heben. Gabus. Gabus kriegt auf Elektronik was und... auf taktische Panzerung. So. Haben die eigentlich alle die passende Waffen? Ja. Hallöchen. Also erste Hilfestation. Mit Medigel. Ein Terminal. Sie drücken vorsichtig ein paar Knöpfe und ein Alarm geht los. Die optische Datenbank aktiviert sich selbst. So schnell wie möglich kopieren Sie möglichst viele Daten auf den internen Computer Ihres Kampfanzuges. Nach der Entladung des Speichers deaktiviert sich der Computer. Die Daten sind sicherlich verschlüsselt, aber Sie haben genug Zeit für die Dechiffrierung. Also es geht nur einmal. Oder? Okay, ich kann ihn nur öffnen und schließen. Das haben wir geschafft, würde ich sagen. Cerberus wurde vernichtet von uns. Okay, was haben wir hier wieder? Aha, das können wir alles auf Universal G direkt reduzieren. So. Das auch. So, was haben wir hier? So, eigentlich müssten wir doch schon genügend Geld haben. Sowohl Universalgear als auch halt Credits.
Medizinische Station. Was haben wir denn da drin? Ja. Rüstungen. Rüstungen sind interessant. Neue Gewehre. Ich nehme mal das schlechteste davon. Sagiel. Gareth kriegt eine der besten. Ja. Neue Munition. Das heißt, wir können die alte wieder verkaufen. Laufverlängerung. Ja, hier machen wir nochmal, ne? So, perfekt. Ne, Schrotlinse ist ja uninteressant. Pistolen. Okay, die Striker können wir verkaufen. Die braucht kein Mensch. Haben wir neue Rüstungen? Nein. Nein. So. Die sind alle schlechter. Also wollen wir sie alle verkaufen. Es ist unfassbar. Jetzt hat er wieder das Falsche verkauft. Ich fasse das immer wieder nicht. Egal, es kann mir relativ egal sein dann. Warum eigentlich immer so viele Schilddinger hier? So. Kinetischer Puffer. Überzug, Medizininterface. Dann kriegt er das hier. Ausrüsten. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen. So. So. Ein Traum. Wie jedes Mal. Tausende Items, weißt du? Wir sind reich. Wir sind einfach so der gefühlt reichste Mensch in diesem Universum. Ja, ne? Gut. Also raus und ja, eigentlich müssten wir dann ja Hauptmission machen, oder? Ja. Das Interesse geht. Was haben wir denn hier? Würmer begeben sich nach Würmer, um das salarianische Team zu treffen. Die Röhre, sie müssen die Welten Feros, Noveria, das Artemis-Cluster und Würmer erkunden. Okay. Und während sie sich nach Noveria und Bericht über Geld auf dieser Welt zu untersuchen. Gut, das machen wir als nächstes wahrscheinlich. Ich würde sagen, erstmal ein Cut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.